neue Thema oder Wochenthema für ein Transfer-Video, was ich noch nachhole, ist der Name. Der Name. Also, wie ihr in meinen Videos noch steht und in meinen Transfer-Videos, wie auch mein Facebook-Name noch ist, mein Name ist noch männlich und ist kein Geheimnis. Alle wissen es, ich bin Mario. Und für mich ist die Namenssache doch etwas kompliziert. Also ich bin ja noch nicht so weit wie die ganzen anderen Frauen bei Transfleur und habe noch keinen Frauenname und tue mich damit auch noch ein bisschen schwer. Also ich habe das Gefühl, in mir sind so zwei Körper, also zwei Menschen im Moment. Das ist Mario und das ist diese sehr, sehr weibliche Person, die immer stärker wird. Und mit Mario habe ich eine sehr schöne Zeit verlebt, eine tolle Vergangenheit. Ich habe mit ihm viel durchgemacht. Das war... Er ist ein ganz, ganz enger Teil meines Lebens und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte Angst, wenn ich mir einen Frauennamen gebe, dass Mario irgendwie verschwindet und verloren ist und davor habe ich so ein bisschen noch Angst. Aber seit ich halt mit Transfleur zusammenarbeite und viele Videos mache und mich mit der Thematik immer mehr auseinandersetze, komme ich damit auch immer mehr in Berührung und mache mir so meine Gedanken, inwiefern das vielleicht was für mich wäre und ob ich das möchte. Und der Drang danach steigt auf alle Fälle. Nun ja, die Namensfindung. Also es ist ja sehr, sehr schwierig, da wir im Gegensatz zu anderen Leuten da draußen unseren Namen selbst wählen können. Und klar, viele denken sich jetzt, wow, du hast die Möglichkeit, dir deinen eigenen Namen auszusuchen. Und ich denke mir so, ja, aber es ist auch viel, viel schwieriger, denn ich suche jetzt meinen Namen aus, der mein ganzes Leben, sage ich mal, dann für mich ist. Und das ist kompliziert. Ich erzähle mal so ein paar lustige Situationen aus meinem Leben, die sich so mit meinem Namen einfallen. Zum Beispiel wäre da Kaufland. Ich habe ja 5 Jahre jetzt bei Kaufland gearbeitet und das mit dem Namen war das schon immer schwierig. Also ich sah am Ende auch so weiblich aus, wie ich jetzt aussehe und für viele Kunden war das dann komisch, an meinem Namensschild zu lesen, Herr Walter oder Mario Walter. Viele haben daraus Marion einfach gemacht und es hat natürlich dann immer mehr Fragen bei Kunden aufgeworfen, mit denen ich mich dann stellen musste. Mann, Frau, warum noch der Name nicht, wird das noch, bla bla bla. Und na, oft habe ich ganz gerne mit Absicht mein Namensschild vergessen oder verloren. Und so, weil ich mich einfach wohler gefühlt habe dann. Aber ja. Dann gab es eine Situation, dass meine eine Chefin mich ausgerufen hat. Ich bin an der Kasse angestellt gewesen und war aber dann, wenn nicht viel los war, im Markt noch mit Auspacken helfen und so. Und da gab es Situationen, dass meine Chefin durch die Ansage kommt. Eine Durchsage für unsere Mitarbeiter, Frau Walter. Da hat sie kurz abgebrochen, man hat im Mikro das Grinsen gehört und gesagt, Frau Herr Walter, bitte zu den Kassen, Herr Walter, bitte. Und danach meinte ich, bin ich ins Kassenbüro und meinte sie so, es tut mir so leid und ist mir so rausgerutscht. Ich so, das ist ja kein Problem, das war ja okay, aber es war so ein komischer Moment, einfach so. Es war auch einfach ganz cool, meinen Namen so Frau Walter zu hören, hat sich nicht schlecht angehört. Was so bei meiner alten Chefin bei Kaufland, ich hatte am Ende eine neue und die alte Chefin meinte irgendwann so zu mir, eigentlich bräuchte mir für dich auch mal einen Frauennamen, ne? Und damals war das noch so ein bisschen als Gag aufgezogen und wir hatten so überlegt und ich fand mal so ein bisschen American Style, English Names, tutata und wollte meinen Namen irgendwie so nicht so ganz weit, also ist irgendwann Marianne entstanden. Und ich finde Marianne eigentlich ganz toll. M.A. Marianne. Warum klang irgendwie cool? Das war ich von da an für meine Chefin nur noch Marianne. Das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen mit einem anderen Namen konfrontiert. Ich habe mich nie richtig damit identifiziert oder wohlgefühlt, aber es war ganz interessant. Wenn ich mit meinen Mädels zum Beispiel feiern bin, und ich gehe aufs Damenklo, dann sagen meine Mädels einfach nur auch so ein bisschen Respekt für die anderen Mädels im Damenklo und dann Marianne. Also da wird dann schon so ein bisschen drauf geachtet, dass wir Marianne sagen. Und selbst da ist es dann komisch, wenn Marianne mit so einer Stimme antwortet. Aber okay, auch da hat sich so jetzt ein bisschen das Marianne eingeschlichen. Ich glaube, Marianne ist nicht der Name, für den ich bestimmt bin. Das war jetzt mal eine Experimentier-Ausprobierphase. Eine andere tolle Situation mit meinem Namen war, als ich geboren wurde. Meine Mutter lag in ihrem Zimmer und dann brachten sie ihr Kind. Und meinten zu ihr, hier, ihre Maria. Und meine Mutter, was? Nee. Oh mein Gott, sie hat voll Panik geschoben. Was, Kinder verwechseln oder so? Also, nee, ich hab ein Mario. Und er war auf meinem Namensschild an der Hand, dass wir wenigstens haben, das O ein Stück runtergerutscht, der Haken, und dann Santa Maria. Und hat sie natürlich aufgeregt, nein, ach so, ja, nee, hat die Schwester hat einfach mal ausgepackt, passt, ist schon ihr Mario, können sie haben. Und das ist beruhigend. Aber da war es schon, als hätte da oben eine Höhere mal ein Schicksal gesagt, nach dem Motto, wir wussten noch, dass da schon eine Maria draus wird. Habe ich schon oft überlegt, eine Weile jetzt, was denn für mich so Namen sind. Ich habe dann mal meine Mutter gefragt, was ich für Namen gekriegt hätte, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. Und ich muss gestehen, die Namen waren eigentlich ganz schön. Das war einmal Eileen und Isabel. Und ich finde, Isabel ist ein richtig schöner Name. Ich finde auch Elisabeth ist ein schöner Name.
und Aileen auch. Ich habe mir nochmal vorgenommen, wenn ich mir einen Namen aussuche, möchte ich nicht, dass er entweder schon im Freundeskreis vorhanden, was bei meinem Großen schwierig ist, oder so oft vertreten ist, oder zumindest eine prägnante Person. Also eine Aileen kenne ich aus meinem Abi-Jahrgang, genau wie eine Isabel, aber gut, der Name ist noch nicht so oft vertreten im Freundeskreis. Also Isabel könnte ich mir gut vorstellen. Und Maria, ja, da gibt es schon einige in meinem Freundeskreis, wäre, glaube ich, schon schwierig. Elisabeth nicht. Elisabeth kam eigentlich, das finde ich richtig schön, dieses Lizzie. Ja. Es gibt ja auch die Option zu sagen, man sucht sich einen Namen, der seinem Ursprungsnamen entspricht, also von Mario zu Maria oder Marie. Die kleine Schwester von meiner besten Freundin, die ja beide also damit auch wie Schwestern für mich sind, heißt Marie. Es wäre komisch, wenn ich mich also auch Marie nennen würde und Maria. Und dann hört es ja schon bald auf mit von Mario umwandeln. Deshalb, was so ein bisschen schwierig ist, also wenn ich mich jetzt mir einen anderen Namen aussuche, ist das ja nicht nur was, was mich affektiert, beeinflusst, sondern auch mein ganzes Umfeld. Ne? Also Familie und Freunde müssten sich ja alle dran gewöhnen und ich glaube, das wäre auch schwierig, trotz dass meine Oma so aufgeschlossen und tolerant ist, glaube ich auch, dass es für sie eine Art Problem wäre oder schwierig wäre. Ich weiß nicht, es wäre für mich auch eine Umstellung, allen das sagen zu müssen und überall dann durchzugehen und sagen, speichert mich in eurem Handy jetzt unter dem und dem Namen ein und nehmt mich nur noch so und so. Obwohl mich schon viele so ne, unsere kleine Prinzessin und so nennen, aber das wäre nochmal so ein Zacken. Ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich gestehen. Also ich finde es in Ordnung, aber es ist nicht einfach auf alle Fälle. Ich bin sowieso, glaube ich, ein komplizierter Mensch. Ob ich je wahrscheinlich einen Freund finde, das steht noch oben in den Sternen irgendwo. Aber ja, also da werde ich schon oft gefragt, wie ne, mein Frauenname ist. Also nicht so wie bei anderen, wie bei Mathilda zum Beispiel, das gerade. Ja, und was ist dein Männername oder dein richtiger Name? Nee, im Gegenteil, ich werde gefragt, was ist denn nun dein richtiger Frauenname? So zum Schluss, so abschließend der Name. Also ich finde es halt schwierig, den auszusuchen, weil ich finde, der muss komplett mich als Person widerspiegeln. Und gesagt, ich glaube, Mario wird nie ganz aus meinem Leben verschwinden. Irgendwie wird er immer da bleiben und ein Teil von mir bleiben. Und so schön wäre deshalb eine Abwandlung des Namens. Aber ja, ich glaube, das ist so ein großer Schritt, und das will wohl überdacht sein und ja, er muss halt mich irgendwie komplett widerspiegeln, das tut mich noch schwer. Ich finde es ja ganz toll, wenn sowohl jetzt bei Facebook und Transfleur als auch bei meinem YouTube-Channel oder irgendwo, wenn ihr euch ein paar Namen überlegt und mir die mal runterschreibt. Also Jana hat das ja zum Beispiel gemacht, dass sie einfach mal gesammelt hat von allen und dann geguckt hat, was so zusammenkam und dann weggestrichen hat. Und das wäre vielleicht für mich auch eine Option. Also wenn ihr ein paar tolle Namensvorschläge für mich habt, schreibt sie runter in die Kommentare und lasst es mich wissen. So, das war's zum Thema Namen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt wie ihr seid. 'Cause you are gorgeous.